Herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag in unserer Reihe Altägyptische Vips, in der es heute unter dem Titel Big Enchons, Hohe Priester des Amun, um ein Schwergewicht aus dem Münchner Museum gehen soll. Es geht also hier um die Statue des Big Enchons aus Kalkstein, Fundort vermutlich in Theben, der Inschrift nach aus der 19. Dynastie um 1210 vor Christus aus der Zeit Ramses II. Die Münchner Inventarnummer GLWAF 38 weist darauf hin, dass es sich um eine Statue handelt, die unter Ludwig I. bereits in der Glyptothek aufgestellt war. Und der Form nach handelt es sich um eine Würfelfigur, eine Würfelstatue, auch Kuboid genannt, also eine stark abstrahierte Darstellung eines über einer zweifachen Basisplatte auf einem Polster am Boden hockenden Mannes, dessen Körper vollständig in ein eng anliegendes Gewand gehüllt ist. Die Arme liegen über Kreuz flach auf den Knien der an den Körper angezogenen Beine, und ein bis auf die Schulter fallende Perücke und ein kurzer Kinnbart bilden die einzigen weiteren Details seiner Ausstattung. Dieser Typus der Kuboid-Statue, der Würfelstatue, ist ein Typus, der sich verhältnismäßig spät im alten Ägypten herausbildet. Wir haben hier im Ägyptischen Museum eine der frühesten Würfelfiguren dieses Typs, der sich im Gegensatz zu den übrigen Grundtypen der ägyptischen Plastik, also Stand-Schreitfigur, Sitzfigur, Kniefigur und Schreiberfigur, erst ab dem Mittleren Reich herausbildet. Hier in dieser Würfelfigur des Generals Nesmond ist das vorhin beschriebene Hocken am Boden mit angezogenen Beinen noch sehr klar nachvollziehbar. Die Inschriften auf dem linken Unterarm sowie auf der flachen Rückenplatte ordnen diese Statue einem Mann dar mit einem ganz exakten historischen Kontext. Es handelt sich nämlich um den General Nesmond, der, wie zum Beispiel aus seiner Stele, die heute im Louvre befindlich ist, ersichtlich ist, unter Sesostris I. zu Beginn der 12. Dynastie eine militärische Aktion im heutigen Südpalästina in diesem Raum durchführte. Auf der Münchner Statue des Big Enchons, sein Name Diener oder Untergebener des Gottes Chons, so wie hier in Hieroglyphen auch wiedergegeben. Auf dieser Statue wendet sich Big Enchons in einer Passage direkt an die nachfolgenden Generationen und gibt eine detailreiche Aufzählung all seiner Ämter, die er im Laufe seines Lebens, er selbst schreibt, seit er geboren wurde, innehatte. Auch die jeweilige Dauer ist relativ genau vermerkt, sodass diese Statue eine der wenigen Quellen ist, die solide Informationen über die Karriere und die Laufbahn eines altägyptischen Beamten oder in diesem Fall eben auch eines Priesters wiedergibt. Biografische Angaben sind im alten Ägypten nicht selten, doch handelt es sich sehr häufig um sogenannte Idealbiografien, also Biografien, die unter Verwendung sich wiederholender Stereotype ideale Beamtenlaufbahnen beschreiben und eben ohne präzise Anhaltspunkte für die Rekonstruktion des ägyptischen, in Anführungsstrichen, Cursus Honorum sind. Das heißt, da ist nicht so ganz klar, inwieweit diese Angaben einer Idealbiografie den tatsächlichen Lebensumständen entsprechen oder ob es nur standardisierte Phrasen sind. Nicht zuletzt deswegen ist gerade die biografische Inschrift der Statue des Big Enchons Gegenstand zahlreicher Untersuchungen in der ägyptologischen Fachliteratur gewesen. Hören wir also zunächst einmal, was Big Enchons selbst zu seiner Biografie so zu sagen hat. Der Erbfürst und Prinz, der hohe Priester des Amun, Big Enchons, der Gerechtfertigte, er sagt: Ich war schon seit der Kindheit bis ins Alter im Tempel des Amun, in dem ich ihm folgte in rechter Weise.
Er möge mir eine Lebenszeit in Vollkommenheit vollenden nach 110 Jahren. Auch hier sehen wir schon, dass möglicherweise nicht jedes Detail tatsächlich wortwörtlich zu nehmen ist, dass Bekinchons bereits seit seiner Kindheit bis ins Alter im Tempel gewesen ist, mag an der Tatsache entsprechen. Eine wirklich präzise Angabe ist es noch nicht. Der Wunsch nach einer Lebenszeit in Vollkommenheit vollenden nach 110 Jahren ist wiederum ein Topos, der das ideale Lebenszeitalter, das man sich als Mensch nur so wünschen kann, zitiert. Bekinchons wurde als Sohn des zweiten Amuns-Propheten Rama in Theben geboren. Vor seiner Priesterlaufbahn war er zunächst 4 Jahre lang Schüler der Schriften im Tempel der Mut von Karnak. Danach wurde er 11 Jahre im Übungsstall Sethos des Ersten militärisch ausgebildet und zum Obersten des Übungsstalles des Königs befördert. Mit circa Mitte 20 trat er als einfacher Wab-Priester in den Dienst des Amun von Theben und nach 4 Jahren wurde er zum Gottesvater des Amun erhoben. 12 Jahre später war er bereits 3. Prophet des Amun und nach weiteren 15 Jahren rückte er in das Amt des 2. Propheten des Amun auf. Im 39. Regierungsjahr Ramses II. Wurde er dann Hohepriester des Amun. Als solcher leitete er für den Pharao dessen Bauvorhaben in Karnak. Dazu kommen wir aber zu einem späteren Zeitpunkt des Vortrags nochmal zurück. Weiterhin erwähnt ihn der Papyrus Berlin 3074 als Mitglied eines Gerichtshofes, der im Jahr 46 Ramses II. Tagte und Bekinchons hatte das Amt ungefähr bis zum 65., 66. Regierungsjahr Ramses II. Inne und wurde dann in einem thebanischen Grab, dem Grab TT für Theban Tomb Nummer 35, bestattet. Amtsnachfolger war dann schließlich sein jüngerer Bruder. Soweit die Angaben, die ich hier auch nochmal in der Übersetzung des Originaltextes neben die Statue des Bekinchons geschrieben habe. Diese Angaben führen dazu, dass der Zeitpunkt der Beschriftung der Statue des Bekinchons in die letzten Regierungsjahre von Ramses II. Zu legen ist und Bekinchons damals, rechnet man das nun mal alles so zusammen, um die 85 Jahre alt gewesen sein muss. Das zunächst einmal ist sicherlich kein Widerspruch zu dem jugendlichen Gesicht des Dargestellten. Ich erinnere daran, dass es hier um die Jugendlichkeit als typisches Mittel der Idealisierung geht. Das heißt, wir haben in den altägyptischen Statuen per se kein Porträt vor uns. Ob es sich hier überhaupt um das Antlitz des Bekinchons handeln kann, dazu kommen wir auch nochmal zurück. Wenn wir so ungefähr rekonstruieren wollen, die Lebenszeit des Bekinchons und zurückrechnen von dieser Inschrift auf seiner Statue, kommen wir darauf, dass Bekinchons möglicherweise zu Zeiten des Haremhab geboren wurde, dann eben zur Schule ging, eine Zeit als Jugendlicher verbrachte, dann irgendwann Oberster des Übungsstalls des Königs unter Sethos I geworden ist und es 11 Jahre lang blieb, dann Wab-Priester im Amun-Tempel geworden ist, sich dort hochgearbeitet hat und schließlich bis in das 65. oder 66. Regierungsjahr Ramses II. Gedient hat. Ganz kurz einen Blick auf den historischen Hintergrund dieser Epoche, tatsächlich nur sehr, sehr knapp gefasst und schematisch dargestellt. Ein Sprung zurück in die sogenannte zweite Zwischenzeit, die ein ganz klein wenig die historischen Gegebenheiten dort klären muss. Ich erinnere daran, dass in der zweiten Zwischenzeit die Ägypter in ein relativ kleines Gebiet selbst zurückgedrängt waren, eingezwängt waren zwischen einerseits den sogenannten Hyksos, den Fremdlandherrschern im Norden und andererseits den erstarkenden Kuschiten im Süden.
der Gefahr, zwischen diesen beiden Mächten, zwischen diesen beiden erstarkenden Großmächten aufgerieben zu werden, begegnete schlussendlich König Ahmose als Begründer des sogenannten Neuen Reiches, nachdem er einerseits die Hyksos besiegt hatte und sich dann eben andererseits im Süden gegen die Kuschiten wandte. Schematisch so zusammengefasst, Amenophis I. und nach ihm Thutmosis I. setzten dem Feind im Süden dann weiter zu und Thutmosis erreichte schließlich Kerma, was dazu führte, dass im Neuen Reich unter Hatschepsut und Thutmosis III der Machteinflussbereich wieder vollständig konsolidiert werden konnte aus Sicht der alten Ägypter und Nubien zu einer Kolonie Ägyptens wurde, das dann fortan auch von einem Vizekönig mit der Bezeichnung Königssohn von Kusch verwaltet wurde. Diese Ereignisse waren sicherlich prägend für das gesamte Neue Reich, für die politische Situation, also für die Zeit, in der dann eben auch Big Inchons aufwächst und führten sicherlich auch zu den historischen Begebenheiten, die zu seinen Lebzeiten stattgefunden haben. Und dafür müssen wir zusätzlich noch einen Blick in den vorderasiatischen Raum werfen, wo Ägypten ab Thutmosis II die Vormachtstellung innehatte. Ab dem 22. Regierungsjahr unter Thutmosis III kommt es aber fast jährlich zu Feldzügen in Richtung Asien. Das Ziel der Ägypter war einerseits die Zerstörung der vorderasiatischen Machtbasen aus Angst eben vor einer weiteren Fremdherrschaft über Ägypten in Anlehnung an das, was ich gerade versucht habe, schematisch in Erinnerung zu rufen, also in Anlehnung an die Herrschaft der sogenannten Hyksos. Und andererseits bestand natürlich ein wirtschaftliches Interesse an dieser Region. Ägypten profitierte von den reichen Handelsgütern und den Tributen, wie natürlich auch von den Arbeitskräften, den Naturalien und den Rohstoffen, die dem Land einen noch nie dagewesenen Wohlstand sicherten. Das von den Ägyptern geschaffene und erfolgreich gehaltene politische Gleichgewicht gerät dann allerdings ins Wanken, als die Hethiter auf den Plan treten. Der hethitische Großkönig Shupiliyuma, ungefähr 1355 bis 1330, schlägt in zwei größeren Angriffswellen, dem ersten und zweiten größeren syrischen Krieg dort, das Reich von Mitanni vernichtend, was auch im Grenzgebiet zu Ägypten zu erheblichen Unruhen unter den ägyptischen, wie vormals eben mitannischen Vasallen geführt hat. Kurz gesagt, den Ägyptern droht Machteinflussbereich abhanden zu kommen. Als Sethos I., und damit sind wir eben dann schon in der Lebenszeit des Big Inchons, als dieser in dem militärischen Übungsstall des Sethos tätig ist, als Sethos I. zu seinem ersten Asienfeldzug aufbrach, war zunächst die Befriedung des Gebietes heutiges Palästina sein Ziel. Sein Feldzug führte weiter zum Libanon, wo er sich das gesamte Hinterland für eine neue Auseinandersetzung mit den Hethitern sichern konnte. Erst auf einem späteren Feldzug griff er dann den Landstrich Amuru, das ist also hier um Kadesh herum, Kadesh selber, erfolgreich an. Und von diesen Feldzügen berichten dann auch seine Reliefs in Karnak und seine Siegesstele in Kadesh selber beispielsweise. Allerdings war diese erneute Anbindung von dieser Region Amuru und Kadesh als Stadt nicht von langer Dauer und die Hethiter erlangten ihre syrischen Provinzen zurück. Das ist also die Situation, in der dann Ramses II. Unter dem Big Inchons mindestens 65 Jahre lang dann eben seinen Dienst verrichtet hat, als dritter Herrscher der 19. Dynastie an die Macht kommt und zu einer der herausragenden Könige dieses sogenannten Neuen Reiches wird. Mit insgesamt 67 Regierungsjahren war er, abgesehen von Pepi, dem Zweiten aus dem Alten Reich, der am längsten amtierende Pharao der Geschichte des alten Ägypten. Und unter ihm gipfeln dann diese Kämpfe um den vorderasiatischen Raum im zweiten Sommermonat des fünften Regierungsjahres Ramses II., also im frühen April des Jahres 1274 vor Christus, im Auszug der Ägypter in Richtung Kadesh.
Unter der Regierung entstanden unzählige Tempelanlagen und Monumente mit groß angelegten Inschriften und Darstellungen, die das politische wie auch das diplomatische Handeln und die Fähigkeiten von Ramses II. Verewigten. Und nach zahlreichen Feldzügen kam es dann schlussendlich auch zu dem Friedensvertrag mit den Hethitern, eine lang anhaltender Friede, den er schlussendlich dem Land Ägypten hinterlassen hat und dass das Land zu großem Wohlstand geführt hat. Soweit der historische Hintergrund, den wir uns aus den Inschriften des Bekenchons als seinen Lebenshintergrund, die Ereignisse zu seinen Lebenszeiten rechnerisch auch erschließen können. Problematisch wird es nun bei ganz speziell dieser Statue, denn die Inschriften der Statue selbst datieren die Lebenszeit des Bekenchons, geben Informationen über sein Leben, datieren möglicherweise aber eben nicht das Objekt selbst. Problematisch ist nämlich, dass die Stilistik der Statue nicht zu den in der Inschrift angegebenen Datierungen passt. Aufgrund stilistischer Details, vor allen Dingen in der Gestaltung des Gesichts, kommen für die Herstellung dieser Statue eigentlich zwei Zeiten in Frage, entweder die Zeit Amenophis III. Oder die unmittelbare sogenannte Nach-Amarna-Zeit, die ihrerseits selber wiederum deutliche Rückbezüge und Zitate der Zeit Amenophis III. Beinhaltet. Kurz gesagt, die Statue ist, wenn man sie rein nach stilistischen Kriterien datiert, vermutlich um die 80 Jahre älter anzusetzen, als die Inschriften des Bekenchons angeben. Für die Zeit beispielsweise Amenophis III. Finden wir eine typologische und ikonografische, wie aber eben vor allen Dingen auch stilistische Entsprechung zur Statue des Bekenchons, zum Beispiel in der Statue von Amenophis, Sohn des Hapu, dem großen Baumeister unter Amenophis III. Hier eine Statue dieses Amenophis Sahapu oder eben Sohn des Hapu aus Karnak zwischen dem 3. und 4. Pylon gefunden, heute im Luxor Museum aufbewahrt. Und Sie sehen selbst diese stilistische Nähe zu der Statue des Bekenchons. Interessant ist auch, dass nur aber am Rande erwähnt, dass es sich bei Amenophis Sahapu eben ebenfalls, so wie bei Bekenchons, um auch einen Baumeister gehandelt hat, dazu aber eben gleich noch mehr. Es gibt zu der Herstellung der Statue des Bekenchons daher eine Theorie, und da kommt ein Herr in Frage oder ins Gespräch, den Sie hier auf dieser Folie sehen, nämlich Harem Hab, der hier in der Figur eines Schreibers dargestellt ist, heute im Metropolitan Museum of Art. Diese letzten Endes auch nicht schlussendlich belegbare Hypothese ist eine mögliche Deutung der Frage, wie kann es sein, dass eine Statue unfertig bleibt, nicht genutzt wird, nicht mit einer Inschrift versehen wird, um dann circa 80 Jahre später durch Bekenchons usurpiert und für seine eigenen Zwecke genutzt zu werden. Harem Hab, sein Lebenslauf ist nicht lückenlos belegt. Es wird vermutet, dass er bereits unter Amenophis III. Seine militärische Karriere begonnen hat. Und Harem Hab tritt in der ägyptischen Geschichte in erster Linie in Zusammenhang mit Tutanchamun auf und ist in der Zeit mit sehr umfangreichen Befugnissen und mit einer sehr umfassenden Macht versehen. Er ist Stellvertreter des Königs an der Spitze der beiden Länder. Er ist Oberbefehlshaber des Heeres. Er ist oberster Mund des Landes, ein Iripat und Obervermögensverwalter. Und in diesen Positionen führt er faktisch zusammen mit Ehe die Geschicke Ägyptens für den noch sehr jungen, erst heranwachsenden König Tutanchamun. Harem Hab folgt dann aber Ehe, und das ist der entscheidende Punkt, nach dessen Tod auf den Königsthron. Das heißt, wir haben hier jemanden vor uns, der ursprünglich sicherlich nicht
planmäßig für den Königsthron vorgesehen war, der aufgrund seiner Leistungen und seines Prestige, seiner sozialen Stellung, der Geschicke dieser Zeit dann doch auf den Königsthron gekommen ist. Die Dauer der Regentschaft ist umstritten, sie schwankt zwischen 12 und bis zu 27 Jahren. Passend für uns, oder warum es zu dieser Theorie gekommen ist, ist vor allen Dingen die entscheidende Erkenntnis, dass Haremhab in der Lage gewesen wäre, so eine prächtige Statue wie diese Statue des Baekje-in-Chons, diese Würfelstatue, für sich herzustellen und einen Grund gehabt hätte, diese dann aber nicht zu verwenden, nicht fertigzustellen, nicht mit seiner eigenen Inschrift zu versehen, denn die Würfelfigur ist ein Statuentypus, der ausschließlich für hochstehende Beamte und Priester verwendet wird, nicht aber für den König. Der König selbst sitzt nicht auf einem Kissen am Boden mit angezogenen Beinen. Könnte also bedeuten, dass gerade Haremhab, der in einer entsprechenden Position gewesen wäre, zunächst sich so eine Statue herzustellen, mit dieser Statue nichts mehr anfangen konnte in dem Moment, wo er, Klammer auf, unvorhergesehenermaßen, Klammer zu, dann zum König geworden ist. Nach dieser Theorie hätte Haremhab beispielsweise diese Statue, eigentlich sind es sogar zwei, auch dazu gleich noch mehr, in Karnak unvollendet stehen gelassen, damit diese dann 80 Jahre später von Baekje-in-Chons in Karnak aufgefunden und weiter verwendet werden würden. Dass die bewusste Wiederverwendung von Statuen im Neuen Reich durchaus nichts Außergewöhnliches ist, lässt sich anhand diverser Beispiele illustrieren. Ein wunderbares Beispiel ist die Privatplastik, hier wiederum Amenophis, Sohn des Hapu, der in einer Statue, ebenfalls aus Karnak übrigens, vom 7. Pylon, eine sehr viel ältere Statue wiederverwendet, eine Statue aus dem Mittleren Reich, vermutlich aus der Zeit Amenemhets des 3., eine Statue, die also zur Zeit der Wiederverwendung durch Amenophis Sahapu bereits 400 Jahre alt ist und über 400 Jahre vermutlich im Amun-Tempel von Karnak gestanden hat. Auch in der Königsplastik finden wir gerade in der Zeit des Baekje-in-Chons, also unter Ramses II., zahlreiche Beispiele, bei denen der König selbst Statuen seiner Vorgänger übernimmt, teilweise überarbeitet und vor allen Dingen dann eben mit seinen eigenen Inschriften versieht. Hier ein Beispiel einer Sitzfigur, Amenophis des III., die usurpiert und eben überarbeitet worden ist. Man sieht es in diesem Detail des Gesichtes sehr deutlich von Ramses dem II. Heute im Louvre. Und ganz kurz erinnert sei in diesem Zusammenhang dann nur an den ersten Hof des Luxor-Tempels mit den Statuen Amenophis des III., die dann eben allesamt von Ramses dem II. Usurpiert und mit seinen Inschriften versehen worden sind. Wir halten für unsere Fragestellung also fest, dass die Statuen von Baekje-in-Chons wiederverwendet worden ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, eigentlich älter ist und vermutlich entweder zu Zeiten Amenophis des III. Oder dann eben später in der Zeit möglicherweise des Haremhabs hergestellt wurde. Schauen wir uns nochmal die Inschriften an. Es gibt eine Stelle, die ganz interessant ist, in der Frage der sogenannten persönlichen Frömmigkeit immer wieder zitiert wird. Es geht nämlich hier um eine Passage, in der es heißt, dass Baekje-in-Chons einer sei, der den Secheru seines Gottes verehrt und auf dessen Wegen, also die Wege des Gottes, wandelt. Es geht hier darum, dass also Baekje-in-Chons von sich angibt, ein Eingeweihter zu sein, einer, der dem Plan seines Gottes folgt, der ein Berufener ist, der eine persönliche Hinwendung zu seinem Gott in der Lage ist herzustellen und der eben dem göttlichen Plane folgt. Er schreibt darüber hinaus weiter: Ich habe Nützliches getan im Tempel des Amun, in dem ich Baumeister meines Herrn war. Er hat sich also nicht beschränkt auf seine priesterlichen Tätigkeiten.
Ich habe für ihn den Tempel Ramses geliebt von Amun, der die Bitten erhört, gebaut am oberen Tor des Amun-Tempels. Ich habe zwei Obelisken aus Granit in ihm aufgestellt, deren Spitze sich dem Himmel nähern. Ich habe zwei sehr große Türen aus Elektron hergestellt, deren oberer Rand sich mit dem Himmel vereint. Ich habe zwei große Flaggenmasten gezimmert und sie im herrlichen Vorhof an der Vorderseite des Tempels aufgestellt. Ich habe die großen Prozessionsbarken auf dem Fluss gezimmert für Amun, für Mut und für Chons. Er listet hier also eine ganze Reihe ganz großartiger Verdienste auf, und wir befinden uns mit allem, mit den Flaggenmasten, mit den Obelisken, mit dem Tempel des Ramses, der die Bitten erhört, mit den Prozessionsbarken im Bereich des großen Amun-Tempels von Karnak, wo Bekenchons eben nicht nur Oberpriester war, sondern im Auftrag seines Herrn große Bauprojekte geleitet hat. Eines befindet sich hier im Karnak-Tempel auf der anderen Seite, könnte man sagen. Wir schauen hier von vorne auf die große Allee vor dem Pylon. Wenn wir durch den Karnak-Tempel hindurchschreiten, an das hintere Ende gehen, kommen wir in einen Bereich, in dem man auch heute noch klar die Spuren der ramessidischen Bautätigkeit erkennen kann. Hier links im Bild, in diesem Bereich, so sieht es heute aus, wurde ein Tempel errichtet, der eben diesen aussagekräftigen Namen trug, der Tempel des Ramses, der die Bitten erhört. Um einen hier einzeln stehenden Obelisken herum ließ Ramses, so wie das hier in dieser Rekonstruktion angedeutet ist, seinen Tempel Amun-Re Ramses II, der die Bitten erhört, anlegen, und für diese Bautätigkeit war eben Bekenchons zuständig. Der Tempel besteht aus einem Haupteingang, einer Pfeilerhalle und einer zentralen Scheintür. Zwei Seitentüren führen dann zum Obelisken. Die Säulendarstellungen vor dem Tempel sind dann eine spätere Ergänzung aus der Zeit des Taharqa. Dieser Tempel misst immerhin als in sich, als kleine Einheit innerhalb von Karnak, immerhin 32 mal etwas über 25 Meter. Und der Tempel selbst, im Tempel selbst sind Säulentrommeln aus der Zeit Thutmosis III. Wiederverwendet worden, die darauf schließen lassen, dass Ramses hier einen älteren Bau, möglicherweise auch nur einen Schrein oder ähnliches aus der Zeit Thutmosis ersetzt hat. Es spricht vieles dafür, dass der Tempel ähnlich dem älteren, in Anführungsstrichen, Gegentempel aus der Zeit Thutmosis III. Funktioniert hat, also als ein Tempel, der als Gebetsort, als Zugangsmöglichkeit für die in Anführungsstrichen einfache Bevölkerung zu verstehen sein könnte. Ein heiß diskutiertes Thema in der Ägyptologie, das darauf abzielt, dass man abseits der für die normale Bevölkerung unzugänglichen Tempelbereiche Bereiche geschaffen hat, in denen auch die etwas einfache Bevölkerung sich dem Gott nähern konnte. Der einfache Obelisk, der einzeln stehende Obelisk übrigens, das sei nur am Rande erwähnt, ist der Obelisk, der heute in Rom steht, und zwar auf der Piazza San Giovanni in Laterano. Ein Obelisk, der mit über 33 Metern einst eben in diesem Karnak-Tempel stand, dann von Thutmosis IV. Errichtet wurde, dann unter Kaiser Konstantin nach Konstantinopel gebracht werden sollte, aber in Alexandria hängen blieb und dann erst im Jahre 356 nach Rom gebracht und dort immerhin auf der Spina des großen Circus Maximus aufgestellt worden ist. Erst im 16. Jahrhundert wurde er dann vor die Basilika auf die Piazza San Giovanni in Laterano gestellt. Der Name dieses Tempels, Ramses, der die Bitten erhört, erinnert natürlich an ein weiteres Münchner Objekt, nämlich hier die Stele des Rahotep, in der sich der Rahotep in einem Gebet ebenfalls an Ramses, geliebt von Amun, Herrscher, der Herrscher, großer Gott, wendet und eben sich an eine Statue wendet, hier oben in dem oberen Bildfeld auch klar dargestellt, wo Ramses vor einer Statue seiner selbst opfert, und diese Statue heißt eben auch Ramses, der die Bitten erhört.
in diesem Fall noch bekräftigt durch die hinter der Statue dargestellten Ohren, die die Statue also befähigen sollen, tatsächlich wirklich alle Bitten zu erhören. Zurück zur Statue des Big Enchons, und Sie werden vor allen Dingen hier an dem Gesichtsfragment oder einem Gesichtsdetail sehen können, dass es sich hier um eine sehr ähnliche Statue, aber nicht um die Münchner Statue handelt, denn wenn wir über die Statue des Big Enchons sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, dass es eine zweite Statue des Big Enchons gibt, eine Statue, die sich heute im Ägyptischen Museum in Kairo befindet, die nachweislich aus Karnak stammt, aus dem Anumun-Tempel vom 7. Pylon und die ein direktes Pendant zu unserer Münchner Statue darstellt. Auch diese ist umfassend beschrieben mit der erwähnten biografischen Inschrift des Big Enchons. Und diese Statue ist, wie es so schön heißt, aus dem Schutt an der Ostseite des Granittores des 7. Pylons am 15. Juni 1904 geborgen worden. Wenn man das Gesichtsfragment des Big Enchons von der Münchner Statue mit einem Ausschnitt von der Statue in Kairo vergleicht, fällt ein weiteres Detail auf, das ich bisher nicht angesprochen habe. Links das Münchner Stück, rechts das Pendant in Kairo. Klar zu erkennen ist, dass die Augenpartie, Augenbrauen, das Auge selber in der Statue in Kairo deutlich detaillierter, überhaupt dreidimensional ausgearbeitet ist, während sie bei dem Münchner Stück eigentlich nur durch Ritzlinien angegeben ist. Also auch hier ein weiterer Hinweis darauf, dass die Statue, die Münchner Statue des Big Enchons, nicht ganz fertiggestellt worden ist und aufgegeben worden ist, bevor sie schlussendlich ausmodelliert, fertiggestellt und mit einer Inschrift versehen worden ist. Und selbst als Big Enchons dieses Statuenpaar, von reden wir ja nun von zwei Statuen, wiederverwendet und mit seiner Inschrift versehen hat, wurde diese Augenpartie nicht fertig ausgearbeitet, sondern blieb als Ritzung letzten Endes erhalten. Hier im direkten Vergleich eben sehr klar nachzuvollziehen und zu erkennen. Die Statue des Big Enchons, und damit sind wir jetzt aber wieder bei dem Münchner Stück, weist auch noch andere Inschriften auf. Inschriften, die definitiv, das sehen Sie hier in diesem Detail selber, nicht von den alten Ägyptern stammen, sondern von jemandem, der sich selbst für so wichtig hielt, dass er sich auch noch auf dieser Statue verewigen musste, nämlich ein Bildhauer namens Jacques Riffaut, ein französischer Bildhauer, der diese Statue, die Münchner Statue, eben auch in Theben, wie er schreibt, im Jahre 1818 entdeckt haben will. Kurz gesagt, sie stand vermutlich dort herum und er hat sie mitgenommen. Sie kam in die Sammlung von Bernardino Drovetti. Und Bernardino Drovetti wiederum, französischer Generalkonsul in Ägypten, bot die Sammlung, die er zusammengestellt hatte, eine sehr, sehr umfangreiche Sammlung im Jahre 1821, dem bayerischen Kronprinzen, nämlich Ludwig I., an. Bernardino Drovetti wollte seine Sammlung möglichst in Gänze komplett verkaufen. Ludwig, um die Geschichte abzukürzen, konnte sich das zum damaligen Zeitpunkt definitiv nicht leisten, die gesamte Sammlung zu erwerben. Und so bildet die große Sammlung von Drovetti heute den Grundstück des Museo Egizio in Turin. Anders gesagt, hätte Ludwig I. damals ein bisschen mehr Kleingeld gehabt, hätten wir einige Statuen, die sich heute im Museo Egizio in Turin befinden, noch zusätzlich hier im Ägyptischen Museum in München. Was der König sich aber leisten wollte und konnte, war die Statue des Big Enchons, die er für München aus der Sammlung Drovetti heraus kaufte und dann in seiner 1830 neu eröffneten Glyptothek im sogenannten Ägyptischen Saal, dem ersten großen Ausstellungssaal dieser Glyptothek, ausstellen ließ. Ganz kurz, nur damit man diese Bedeutung der Statue des Big Enchons auch entsprechend einordnen kann, habe ich ein, zwei Zitate zusammengestellt, die die Bewertung des Big Enchons in der Kunstgeschichte verdeutlichen. Bereits 1865 schrieb Herr Laut: Das wertvollste Stück der ganzen Sammlung. Laut war damals für die Sammlung zuständig als Kurator. Das wertvollste Stück der ganzen Sammlung und ein solches, das selbst dem größten Museum zur Zierde dienen würde.
1886 schließt sich Brunn an, indem er sagt, eine erhöhte Bedeutung erhält diese Statue durch die Inschrift, welche sich zum wertvollsten Stück der ganzen Sammlung macht. Noch 1976 heißt es im Ausstellungskatalog, das eindrucksvollste und zugleich bedeutendste Monumentalwerk der Münchner Sammlung. Und noch 1984 heißt es in einem Ausstellungskatalog aus Stuttgart, Kapitalstück der Münchner Sammlung. Dies also nur tatsächlich zur Bedeutung und zur Einordnung dieses Münchner Stückes, was übrigens auch erklärt, dass der Bickinchons bei der ersten großen Ausstellung der Nachkriegszeit, damals noch hier im Haus der Kulturinstitute an der damaligen Maiserstraße, heute Katharina von Bora Straße, das Titelmotiv dieser Ausstellung gewesen ist. Hier links das Plakat der Ausstellung von 1966. Dann stand Bickinchons natürlich die ganze Zeit ab den 1970er Jahren in der Residenz und wurde dann beim Umzug des Museums noch einmal in eine sehr schöne Ausstellung, wie ich finde, ausgeliehen. Eine Ausstellung, in der Bickinchons nicht nur das Entree bildete, also eine Ausstellung zu der Architekt, Geschichte und Gegenwart eines Berufsstandes, den Einlass bildete in das Architekturmuseum hier in München eben auch, sondern wo Bickinchons auch selbst noch den Katalog des umfangreichen Bildbandes und Ausstellungskataloges zierte. Ganz kurz noch ein Blick darauf, was wir von Bickinchons sonst noch so haben und wissen. Ich hatte ganz am Anfang schon gesagt, dass sein Grab in der thebanischen Nekropole erhalten und bekannt ist, TT35. Dieses ist allerdings in einem zum Teil bedauernswerten Zustand erhalten geblieben, zum Teil beschädigt von modernen Raubgrabungen. Man sieht oben an diesem Tordurchgang beispielsweise eine Stelle, bei der Teile des Reliefs aus dem Architraven herausgesägt worden sind. Das Grab selber hat einen großen Vorhof, dann einen im Grunde T-förmigen Grundriss mit zunächst einer breiten Querhalle und dann einer längs gerichteten Raumabfolge, von der aus die sogenannte Sloping Passage, ein sich hinabwindender Gang in das Felsmassiv führt, an deren Ende dann die Grabkammer des Bickinchons liegt. Das Grab hat sehr darunter gelitten, dass es komplett verrußt ist. Es ist vermutlich in christlicher Zeit bewohnt geworden. Man hat darin gekocht und ähnliches. Und die Wandmalereien im Grab des Bickinchons mussten umfänglich gereinigt werden. Hier so ein Zwischenstand dieser Reinigung. Man sieht sehr gut die noch völlig verrußten, völlig dunklen Wandbereiche und die bereits gereinigten hellen Wandbereiche, in denen wir eben auch immer wieder Bickinchons in seinem Priestergewande hier mit einem Ehrenstab tatsächlich im Relief dieses Mal gegenübertreten können. Wir haben nicht die Mumie, die ist verloren gegangen, aber immerhin den Sarkophag des Bickinchons aus diesem Grab. Der befindet sich heute in den National Museums of Liverpool, im World Museum. Es ist ein anthropoider Sarg, der dem Museum 1867 als Geschenk gemacht worden ist von einem Joseph Meyer, der diesen Sarg für 30 Pfund bei Sotheby's gekauft hatte, im Auktionskatalog für 30 Pfund angeboten. Der Sarg ist leider aufgrund eines Feuers im Jahre 1941, also im Zuge des Zweiten Weltkrieges, stark beschädigt worden. Und bei der Wiedererrichtung des Museums 1964 hat man dann die einzelnen Fragmente aus dem Schutt geborgen und wieder zusammengesetzt. Ein monumentaler Sarg mit einem Gewicht von über 2 Tonnen, der auf alten Aufnahmen von diesem Sarg vor seiner Beschädigung durch das Feuer noch deutlich imposanter ist. Dort erkennt man auch die Darstellungen deutlich besser. Hier sieht man also Bickinchons Sarkophag, die Hände über der Brust gekreuzt mit Tietknoten und Jetpfeiler in den Händen, darunter die Himmelsgöttin Nut, und auf den Seitenflächen sieht man Thoth mit einer Standarte und die 4 Horus-Söhne. Aus der Grabausstattung gibt es auch noch weitere Objekte. Wir finden im Louvre beispielsweise eine Palette oder eine Pseudopalette mit dem Namen des Bickinchons und im Archaeological Museum of Bologna Ushebtis beispielsweise, die dem Bickinchons zuzuschreiben sind. Das nur am Rande erwähnt, dass nicht nur München, sondern auch andere Museen Objekte aus dem Grab des Bickinchons haben und über sie verfügen. Hier ein letzter Blick
damit sie Birkinchons auch live und in Farbe besuchen können. Also wenn sie die große Eingangstreppe des Museums hinunterschreiten in den ersten großen Saal, finden sie Birkinchons direkt linke Hand als eines der wichtigsten Stücke in diesem ersten Raum. Im Bereich, in dem wir über die Statuentypen des alten Ägypten sprechen, wo wir die heute eben auch schon mal genannten Typen der altägyptischen Kunst einander gegenüberstellen. Und der Vertreter für den Würfelhocker, für den Kuboiden, ist natürlich unser Birkinchons mit seiner berühmten biografischen Inschrift. Danke für die Aufmerksamkeit.